Yo, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Heute mal mit einem neuen Segment. Und zwar Meta-Ranking. Der Name ist noch nicht fix, also der ist noch ausbaufähig, falls ihr einen besseren Vorschlag dazu habt. Also, das Segment geht halt darum, dass wir die Top-Decks ranken halt. Meistens 10 davon, weil viele von euch uns halt immer fragen, ja, kann dieses Deck noch was? Sollte ich mir dieses Deck holen und so? Was hältst du von dem Deck? Ist das Tier 1,5 zum Beispiel bei Short Doll oder so? Oder ist jetzt eine Klasse Tier 0 und sowas? Also sowas fragt ihr uns halt immer. Deswegen dachte ich mir, führen wir halt dieses neue Segment ein. Und da ich halt kein großer Fan von diesen Tierlisten bin, haben wir uns halt ein Ranking ausgedacht. Die Top 10 Decks des Formats. Das werden wir halt wahrscheinlich immer so einmal pro Monat bringen oder so. Kommt halt drauf an, was so alles so passiert ist und was für Turniere es gab. Also die Liste formen wir halt nach Decklisten und Tops, die wir halt so mitbekommen. Also falls ihr irgendwo gesehen habt, dass ein Deck toppt oder so und deswegen höher auf der Liste sein sollte, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Ist halt einfach nur das, was wir mitbekommen haben und deswegen halt auch unsere Liste. Fangen wir gleich mal an mit Platz Nummer 10. Da haben wir Infernoids. Bisher noch nicht wirklich was gerissen, aber haben ein bisschen Hype bekommen. Also wie ihr alle wahrscheinlich schon mitbekommen habt, dieser Hammer-Deck ist es, glaube ich. Ist halt gestiegen von 10 auf 20 Euro. Und viele haben bei der letzten YCS, also vorletzten YCS, YCS Charleston, mit vielen Infernoids gerechnet und haben halt alle Eisenmauer gesidet. Aber Infernoid wurde nicht wirklich gespielt, trotz des Hypes um Hammerdick. Deswegen fürs Erste erstmal Platz 10. Die haben eine Menge Supportkarten bekommen, also werden welche bekommen. Die wurden halt jetzt vor kurzem gespoilert und wenn die rauskommen, dann könnte das Deck besser werden, aber bis dahin erstmal Platz 10. Dann haben wir auf Platz 9 Volcanic. Das ist ein überraschender Kandidat gewesen. Der kam auch aus YCS Charleston, also der vorletzten YCS. Keiner hat halt damit gerechnet und dieser eine Schwarze da ist halt zu 0 durch die Vorrunden gegangen. Top 32 mit dem Deck. Und seitdem ist es auf der Liste vertreten. Auf Platz Nummer 8 haben wir die neuen Masked Heroes, beziehungsweise E-Heroes, was auch immer. Es kam halt das neue Structure Deck raus. Und Darklaw ist halt erschienen, der sich relativ stark auf das Meta auswirkt. Aber Hero an sich hat bisher noch nicht wirklich was ausgelöst. Es wird halt noch nach der richtigen Variante gesucht. Also es wird ab und zu gemischt bisher. Zum Beispiel in diesem Infernity-Ding. Oder Leute spielen halt Masked Hero mit Bubble Beat und manche spielen Wunderfusion, manche nicht und sowas. Manche spielen Instant Fusion und manche spielen diesen Goblin Berg und manche spielen es halt auf Stun, so wie früher. Also die Leute haben noch nicht das richtige Hero-Deck gefunden und deswegen konnte es sich dieses Mal nur auf Platz 8 unserer Liste etablieren. Aber wenn jemand mal einen richtigen guten Bild dazu findet, hat es auf jeden Fall Potenzial, höher auf der Liste zu landen. Als nächstes haben wir die Chosenjus. Eines der drei neuen Decks aus The Secret Forces. Das Deck ist halt lustig zu spielen und auch relativ billig, aber konnte jetzt nicht wirklich im Meta was ausrichten. Ich habe einmal eine Top 10 Liste gesehen, glaube ich, also hat ganz knapp die Top 8 verpasst. Ansonsten war es, habe ich nicht viel von dem Deck bisher gesehen. Aber es hat auf jeden Fall Potenzial und es kriegt auch neuen Support und sowas. Also ich denke mal, das Deck wird auf jeden Fall weiter gespielt. Dann auf Platz 6 haben wir einen überraschenden Kandidaten und zwar haben wir da Shadol. Das halt letztes Format eines der Top 3 Decks war. Ist jetzt auf Platz 6 gesunken, meiner Meinung nach. Und das halt nicht wirklich, weil es schwächer geworden ist, sondern einfach, weil die anderen Decks stärker geworden sind. Alle anderen Decks haben neue Karten bekommen, bessere Karten, neue Decks. Und Shadol ist halt gleich geblieben. Es gibt ein paar Leute, die versuchen, Doppel-Orn das Ganze zu packen oder Doppel-Gods. Das war das Einzige, was ich gesehen habe, was an Shadol sich verändert hat. Ansonsten ist es immer noch so wie vor 2, 3, 4 Monaten. Es kann halt einfach nicht mithalten. Ich habe einmal gesehen, dass es Top 8 war oder so. Das war's. Dann haben wir auf Platz 5 Stellar Knight. Das war letztes Format immer auf Platz 4, ganz knapp hinter Shadol. Jetzt mit Constella Diamond haben sie halt Shadol überholt. Sind jetzt auf Platz 5. Ich habe ein paar Tops von ihnen gesehen, aber immer wieder nur dasselbe. Können halt nicht mehr ganz mit dem Meta mithalten. Deswegen eher so in der Mitte. Ich habe eine Variante gesehen von Jeff Jones, glaube ich, war das, Top 4. Er hat ohne Nova und mit Threatening World gespielt, also das könnte man sich mal genau anschauen. Aber ansonsten halt nur Platz 5, weil die anderen Decks einfach viel zu krass dafür sind. Und mit Diamond haben sie halt
Shadow bezwungen und deswegen sind sie eins höher, aber ansonsten für mehr reicht es erstmal nicht. Dann haben wir auf Platz 4 ganz überraschend Spiritual Beast. Damit hat, glaube ich, keiner gerechnet. Aus dem Nichts ist es gekommen. Es war eines der drei neuen Decks aus Secret Forces. Das war, glaube ich, das unterschätzteste von den drei. Also, Jusenju war sogar, glaube ich, noch gehypter als das. Aber ich habe von mehreren Quellen gehört, dass es nicht schlecht sein soll. Also, ein Kumpel von mir wollte es auch auf der YCS spielen. Prag, anstatt seinen Burning Abyss. Und ich habe ihn halt erstmal ein bisschen ausgelacht, aber dann, einen Tag später, hat er halt Spiritual Beast Regionals gewonnen. Das war sogar erster und zweiter. Dann irgendwo anders noch hat es nochmal getoppt. Also anscheinend konnte das Deck echt was. Und Emergency Teleport ist halt seitdem enorm gestiegen. Deswegen konnte es sich dieses Mal auf Platz 4 erkämpfen. Dann kommen wir zu den Top 3. Da haben wir auf dem dritten Platz Burning Abyss. Ich glaube, letztes Format unangefochtene Nummer 1. Ist jetzt auf Platz 3 runtergerutscht. Das war ja letzte Woche YCS in Amerika, Tacoma. Und da waren 4 von den Top 32 Burning Abyss Decks. Und von den ganzen Cross-Spielern, deren Deck-Profile habe ich halt immer gehört, dass sie gesagt haben, dass das Burning Abyss Matchup überraschend leicht war. Deswegen halt Platz 3 dieses Mal. Ich kann ich, glaube ich, verstehen, weil zum Beispiel Trishula hat halt immer ein Target bei denen, weil die millen zu viel und Dante liegt eigentlich immer auf dem Feld. Und falls sie Dante schützen wollen, indem sie Down-Up Magician drauflegen, blockieren die sich halt selber ein bisschen, weil sie dann nicht abgehen können. Also Burning Abyss war halt früher sehr, sehr explosiv, aber gegen Necros müssen sie, glaube ich, halt sehr passiv spielen. Und deswegen kann Necros die Überhand gewinnen. Und dieses Mal sind sie halt nur Platz 3. Dann haben wir auf Platz 2 Clifford. Sie haben in der letzten YCS 6 von den 32 Top-Plätzen eingenommen. Haben halt ihre Schwächen gegen Burning Abyss, aber haben ein besseres Matchup gegen Necros als Burning Abyss, weil sie viele Floodgate-Karten spielen, wie Skill Drain und Emptiness ohne Probleme. Also letztes Format Platz 2, dieses Format Platz 2. Irgendwas fehlt dem Deck noch, dass es wirklich richtig abnormal ist. Dann kommen wir zum ersten Platz. Da haben wir Necros. Der Hype war echt, also sie sind ihrem Hype gerecht geworden. Haben in der letzten YCS 22 von 32 Plätzen übernommen, was echt beeindruckend ist. Vor allem, weil die YCS einen Tag nach Release war. Trotzdem hatten genug Leute das Deck zum Spielen und es konnte so viele Plätze einnehmen. Und wie ihr alle mitbekommen habt, der Preis von Bryonic ist halt abnormal 100 Euro, was anscheinend zu gerechtfertigt ist, wenn man sich die Plätze anschaut. Und das Deck wird auf jeden Fall noch ein paar Wochen, Monate, Formate in den Top-Plätzen mitspielen. So, das war unsere Ranking. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich hoffe, sie kann euch weiterhelfen. Wenn ihr irgendwelche Anregungen, Ideen, Vorschläge habt, in die Kommentare. Wie immer liken, subscriben, kommentieren, unsere anderen Videos abchecken und ciao.